China hat am Donnerstag seine Militärmanöver rund um Taiwan fortgesetzt. Einheiten aus Armee, Marine, Luftwaffe und Raketentruppen waren an den Übungen beteiligt, wie die chinesische Volksbefreiungsarmee mitteilte. Die Übungen erfolgten wenige Tage nach dem Amtsantritt des neuen taiwanischen Präsidenten Lai Ching-te. Der bisherige Vizepräsident hatte bei seiner Amtseinführung als Staatsoberhaupt am Montag die Unabhängigkeit der demokratisch regierten Inselrepublik betont. Die Volksrepublik China hingegen betrachtet die Insel als eigenes Territorium. Die Regierung in Peking hatte nicht ausgeschlossen, Gewalt anzuwenden, um Taiwan unter ihre Kontrolle zu bringen. Analysten bewerteten die Manöver eher als politische Machtdemonstration, denn als konkrete militärische Gefahr. Peking zeige seine Muskeln, sagte Wendy Sung von der US-Forschungseinrichtung Atlantic Council. Das taiwanische Verteidigungsministerium verurteilte das Vorgehen Chinas und erklärte, die Inselrepublik sei abwehrbereit. Man habe Streitkräfte in Gebiete rund um die Insel entsandt. Die Luftabwehr und die landgestützten Raketentruppen hätten gegnerische Ziele im Blick.